Guten Abend und herzlich willkommen hier im Fischbahnhof in Bremerhaven. Es geht heute um das Werftquartier. Schön, dass so viele von Ihnen da sind. Schön, dass wir uns in Präsenz treffen können und nicht vor dem Computer. Und das Ziel für heute ist, dass Ihnen der Rahmenplan für das Werftquartier vorgestellt wird, dass wir so weit wie möglich die Fragen, die Sie mitbringen oder die dabei entstehen, klären können und wir Ihre Anregungen einsammeln, die dann in die weiteren politischen Beratungen und in die Bauleitplanung einfließen. Der Rahmenplan steht, aber wie gesagt, alles, was wir heute einsammeln, geht mit dem Rahmenplan in die weitere Konkretisierung ein. Mein Name ist Simone Neddermann vom Plancom. Ich begleite Sie heute durch den Abend und gucke, dass möglichst viel Ihrer Fragen geklärt werden können, dass wir gut arbeiten können. Aber für die offizielle Begrüßung übergebe ich an Herrn Kranz. Herzlich willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Bürgermeister Neuhoff, eine liebe Frau Senatorin Frau Dr. Schilling, liebe Abgeordneten aus der Bremischen Bürgerschaft und der Stadtverordnetenversammlung, meine Damen und Herren. Ich bin wahnsinnig begeistert, dass wir heute hier so viel Besuch haben. Ich will auch gar nicht so lange vorwegreden, weil es soll ja dann auch ein bisschen fachlich zugehen und es soll ja das vermittelt werden, was wir auch gemeinschaftlich in den letzten Jahren miteinander verabredet haben. Seit 2018 gibt es eine Lenkungsgruppe, die sich damit auseinandersetzt, aus dem ehemaligen Werftquartier ein neues Stadtquartier zu machen. Ich finde, das ist für uns alle eine unheimlich spannende Aufgabe, eine Entwicklungschance für diese Stadt, für die erste Hälfte dieses Jahrhunderts, weil das, was wir heute Abend als Rahmenplan präsentieren, sich natürlich ausfüllen muss, sich weiterentwickeln muss, wofür ich einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren sehe. 2018 und 2019 haben wir hier alles aufgenommen, was erhaltenswert ist, was optional weiterentwickelt werden kann, wofür wir dieses Gebiet dann letztendlich nutzen können. Zusammenfassend wird es darauf ankommen, hier vieles miteinander in Einklang zu bringen, was ja aber auch neue Lebensqualitäten nach sich ziehen soll. Also das Wohnen, das Erholen, das Gewerbe, das hier tätig ist, Forschungseinrichtungen, die hier tätig sind. Es soll aber auch natürlich Kultur innerhalb dieses Bereiches geben und natürlich auch Essen und Trinken und all das, was zu einer wunderbaren Aufenthaltsqualität am Wasser schlichtweg dazugehört. Und eins ist auch klar, das Ganze soll nachhaltig sein, das Ganze soll klimaneutral sein und sozialverträglich. Wenn ich hier von Sozialverträglichkeit spreche, dann meine ich, das soll kein abgeschottetes neues Quartier werden oder neuer Stadtteil, sondern das soll offen stehen für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadtgemeinde, auch mit unterschiedlichen Einkommensverhältnissen und Portemonnaie dort wohnen zu können. Wir haben auf dem Weg hier bis heute, dann 2019, eine Zukunftswerkstatt durchgeführt, auch in diesen Räumlichkeiten, leider etwas eingeschränkt über Corona, aber es haben sich auch damals viele Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Das haben wir auch wunderbar dokumentiert und eingebracht letztendlich in den dann städtebaulichen Wettbewerb, den wir 2020 durchgeführt haben mit 6 nationalen und internationalen Büros. Das Siegerbüro ist heute da, das Büro Kobe aus Kopenhagen. Wir haben dann die Zeit genutzt von 2021, um dann letztendlich diesen städtebaulichen Rahmenplan mit ganz vielen Beteiligten zu erarbeiten. Dazu gehört fast die gesamte Stadtverwaltung mit den unterschiedlichen Ämtern, aber auch die FBG und die BIS. Und wenn ich die FBG hier nenne, dann wird darüber auch sehr deutlich, dass es ein gemeinschaftliches Projekt zwischen oder mit Land und Stadt ist, was wir auch gemeinschaftlich ausfinanzieren wollen. Wir haben bis dato schon 2,7 Millionen Euro für Planungen ausgegeben. Heute findet also praktisch, nachdem wir dann im letzten Jahr das Wettbewerbsergebnis vorgestellt haben oder im vorletzten Jahr, heute die dritte Bürgerbeteiligung statt.
Wir haben das, was damals auch von Ihnen vorgetragen worden ist, gegenüber Kobe vorgetragen, aber es gab auch viele Austausche und Auseinandersetzungen natürlich mit den Investoren. Das Gelände, das Werftquartier, was etwa 140 Hektar ausmacht, befindet sich teilweise in öffentlicher Hand des Landes, teilweise in öffentlicher Hand der Kommune, aber auch vielfach in privater Hand. Die Investorenvertreter sind aber auch heute hier zugegen. Die sind nicht Investoren für alles, aber doch für entscheidende Anfänge. Wir werden dann, wenn der Rahmenplan noch bis zur Sommerpause unsere Vorstellung von der Politik verabschiedet wird, an vier bereits, dafür gibt es Aufstellungsbeschlüsse, Bebauungspläne weiterarbeiten, um dort wiederum Bürgerbeteiligung durchzuführen. Ziel ist es dann aber auch im nächsten Jahr mal anzufangen, damit die Beteiligten etwas sehen. Wir haben aber einen Vorteil gegenüber der Überseestadt, wenn man das überhaupt miteinander vergleichen kann, weil wir jetzt ja noch mal extrem ans Wasser heranwachsen werden. Das macht Bremerhaven spannender, moderner, weltoffener noch und zukunftsträchtiger, weil wir hier ein Gebiet haben, wo in den Randlagen im Norden schon Forschungseinrichtungen fleißig entstehen. Wir hier im Süden ein wunderbares Schaufenster Fischereihafen haben. Wir haben die von Thünen-Institute hier. Selbst das Schifffahrtsmuseum hat schon ein Magazin hier aufgemacht. Hier ist schon viel Leben und wir werden noch mehr Leben hier reinbringen und viel Zukunft mit Ihnen gemeinschaftlich gestalten. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Granz, lieber Melf, sehr geehrter Herr Bürgermeister Neuhoff, lieber Thorst, meine sehr geehrten Damen und Herren, die heutige Veranstaltung ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung des Werftquartiers. Ich möchte deswegen nochmal die Gelegenheit nutzen, den besonderen Charakter des Projektes hervorzuheben. Der Oberbürgermeister hat es schon erwähnt, das Werftquartier ist Ausdruck einer intensiven Zusammenarbeit von Stadt und Land und das finde ich gut. Es gibt nach meiner Wahrnehmung gar kein anderes Projekt, wo Stadt und Land in Bremerhaven so eng zusammenarbeiten. Beide Gebietskörperschaften entwickeln auf den Flächen der Stadt, des Landes und auf privaten Flächen auf Augenhöhe was Gemeinsames für die Stadt Bremerhaven. Gemeinsame Finanzierung, gemeinsame Aufgabe, die auch nur gemeinsam gewuppt werden kann. Das ist ein wichtiges Signal an Stadt und Land. Ausdruck dieser besonderen Zusammenarbeit ist auch unsere Zusammenkunft heute. Werden wir doch nachfolgend den Sieger des städtebaulichen Wettbewerbs, das schon bereits erwähnte Planungsbüro Kobe aus Kopenhagen, den entwickelten städtebaulichen Rahmenplan präsentiert bekommen. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind, dass wir uns auch mal Natur und in Farbe hier sehen können. Gemeinsam können wir dann und heute insbesondere mit Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, darüber diskutieren. Sie können Ihre Fragen, Ihre Anregungen für die Weiterentwicklung des Quartiers einbringen. Für den Senat ist das Werftquartier ein Schwerpunktthema in der aktuellen Legislaturperiode und von hoher strategischer Bedeutung für die Weiterentwicklung Bremerhavens. Als Bremerhaven-Ressort setze ich mein Haus deswegen mit hohem Engagement für das Werftquartier ein. In unserem Auftrag hat sich die FBG im letzten Jahr mit einem Unternehmen auf der Kühlken-Halbinsel auf die vorzeitige Aufhebung eines Erbbaurechtsvertrages für das Gelände verständigt. Mit dem durch mein Ressort vorgenommenen Rückkauf von Erbbauverträgen auf den Landesflächen der Kühlken-Halbinsel haben wir eine zentrale Voraussetzung dafür geschaffen, dass dort in den kommenden Jahren attraktive Wohnbebauungen stattfinden können. Uns ist es gelungen, die Perspektiven lokaler Unternehmen hervorragend mit den Perspektiven künftiger Stadtentwicklung in Einklang zu bringen. Des Weiteren haben wir im Rahmen des sogenannten EFRE-Programmes 2021 bis 2027 Mittel für die Entwicklung der sogenannten Hallengärten angemeldet, davon werden Sie sicherlich gleich noch hören, die den westlichen grünen Finger im Gesamtquartier bilden sollen. Vorbehaltlich der in dieser Sache noch zu beschließenden Gremienbeschlüsse werden wir diese Mittel auch zeitnah bei der Europäischen Union einwerben können. Meine Damen und Herren, das sind alles ganz wesentliche Beiträge für die Realisierung des Werftquartiers. Ich bin gespannt darauf, wie der Stadtteil in den kommenden 15 bis 20 Jahren Gestalt annehmen wird.
Wir gemeinsam stellen jetzt die Weichen dafür, dass uns in Bremerhaven das gelingt, was Städte wie Kopenhagen, Malmö oder Hamburg-Harburg uns schon ein Stück weit vorgemacht haben, die Weiterentwicklung von ehemaligen Hafenrevieren in moderne Quartiere, in denen Gewerbe, Wohnen, Erholung sowie Forschung und Entwicklung nebeneinander existieren können und in denen das Leben wieder pulsieren wird. Lassen Sie uns das gemeinsam anpacken. Und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin gespannt auf die vor uns liegenden Präsentationen und auf die spannenden Diskussionen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Frau Dr. Schilling. Und als Dritter im Bunde, wir bewegen uns langsam auf die lokale, konkrete Planungsebene zu. Herzlich willkommen, Herr Neuhoff, Baudezernent, Planungsdezernent hier in Bremerhaven. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thorsten Neuhoff. Ich bin nicht nur der Dezernent für das Stadtplanungsamt, sondern ich bin auch Ihr Kämmerer. Und von daher bitte ich um Verständnis, dass ich nicht nur die Stadtentwicklung im Auge habe, sondern auch die Verbesserung unserer Steuereinnahmen, damit wir uns das Leben weiter leisten können, was wir schon seit Jahren leben. Zunächst einmal, liebe Frau Senatorin Schilling, lieber Herr Oberbürgermeister, möchte ich mich für das Interesse des Landes bedanken an Bremerhaven. Wir bekommen mit dem Werftquartier nicht nur einen neuen Stadtteil, den wir in das bestehende Stadtteilkonzept Bremerhavens sinnvoll ergänzend einflechten, sondern wir bekommen identitätsstiftend eine Weiterentwicklungsmöglichkeiten zum Wasser hin, die seinesgleichen sucht. Bremerhaven selber hat den Landeshafen im Süden, den stadtbremischen Hafen im Norden und mittendrin an sich nur den alten und neuen Hafen. Und Ihnen, lieber Herr Petram und der Investorengruppe, bin ich besonders dankbar, dass Bremerhaven nun auch auf Stadt Bremerhavener Gebiet sich entwickeln kann zum Wasser hin, dass wir den Vorzug der größten Stadt an der deutschen Nordseeküste weiterentwickeln können und für uns und unsere Einwohnergewinnung stärken werden. Meine Damen und Herren, nicht nur das Architektonische, was wir dort anstreben, sondern auch die Verpflichtung, die wir uns selbst auferlegt haben, nämlich der Mobilität angemessen, die Mobilität angemessen zu entwickeln, aber auch die Nachhaltigkeit bei der Umsetzung der jeweiligen Projekte immer wieder vor Augen zu haben, hat bei uns, den Teilnehmern der Werkstatt, zu einer Leidenschaft geführt. Diese Leidenschaft, die versuchen wir in unterschiedlichen Gremien immer wieder zum Ausdruck zu bringen. Und wir freuen uns über jeden, den wir mit unserer Leidenschaft anstecken können, dass Bremerhaven die Entwicklung eines neuen Stadtteils nicht nur mit Sorge betrachtet wird, sondern wir geben ihnen das Versprechen, dass die Entwicklung bedachtsam fortgeführt wird. Wir wissen, dass wir mit der Realisierung der ersten Bauabschnitte sicherlich auch in Geestemünde für Ängste und Sorgen führen werden. Aber ich kann Ihnen versprechen, diese Ängste und Sorgen, die wollen wir auch in modifizierten Bürgerbeteiligungsverfahren immer wieder aufnehmen und uns immer wieder mit diesen Ängsten und Sorgen auseinandersetzen, ob das, was wir an dieser Stelle tatsächlich realisieren, zur jetzigen Zeit auch in Gänze umgesetzt werden kann oder ob wir möglicherweise das Tempo anziehen müssen, verlangsamen müssen oder ob wir gegebenenfalls gegenreagieren müssen. Ich kann Ihnen versprechen, dass wir mit Herzblut dabei sind, diese Stadt weiterzuentwickeln und es würde mich freuen, wenn es uns gelingt, dieses Herzblut auf Sie zu übertragen, weil heute sitzen ca. 160 Botschafter dabei, 180 Botschafter, die wir für dieses Projekt begeistern wollen. Und wenn Sie begeistert sind, dann werden Sie diese Begeisterung nach draußen tragen. Und im Schneeballsystem werden wir immer mehr Begeisterte finden, die sich mit diesem Stadtteil identifizieren werden. Und ich kann Ihnen versprechen, es darf nicht zulasten Bremerhavens gehen und es wird auch nicht zulasten Bremerhavens gehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gutes Gelingen heute. Vielen Dank, Herr Neuhoff. So, das war der Begrüßungsreigen. Jetzt nochmal meine Person, nochmal die Ziele. Ich habe sie Ihnen vorhin schon genannt. Das Planungsteam von COBE wird Ihnen den Rahmenplan vorstellen, aber vorab gibt es noch mal was, kommen wir gleich auf den Ablauf dazu. Also Ihnen den Rahmenplan vorstellen, Ihre Fragen beantworten und Ihre Anregungen aufnehmen. Das ist der Dreiklang der Ziele, den wir uns für heute vorgenommen haben. Und dafür haben wir folgenden Ablauf vorbereitet. Nach den Begrüßungsschritten kommen wir jetzt dazu, einmal von Frau Kunsche, von der Leiterin des Stadtplanungsamtes, nochmal den Blick gelenkt zu bekommen, welche Schritte sind schon gemacht worden. Zum Teil hat Herr Granz es schon angeklingen gelassen. Und was steht noch bevor? Also wo befinden wir uns in diesem Planungsprozess? Herr Granz hat es angesprochen, das sind ja nicht 3-Jahres-Rhythmen, die man jetzt vor sich hat, sondern das sind große Zeiträume. Nachdem Frau Kunschew einen Blick auf den Planungsprozess geworfen hat, kommt dann der Part, der Sie vermutlich alle am meisten interessiert. Frau Nagel und Frau Zingenberg von COBE werden den Rahmenplan vorstellen. Da haben wir so eine halbe Stunde für eingerechnet. Das ist natürlich lange. Insgesamt geht dieser ganze Infoblock dann eine Stunde. Ich bitte darum, dass ich
bitte jetzt schon mal um Verzeihung, eigentlich finde ich eine Stunde ein bisschen lang zum Zuhören, aber letztendlich müssen Sie alles einmal gehört haben, um danach auch Ihre Fragen oder Ihre Anregungen loswerden zu können. Das heißt, nach Frau Kunschew gehen wir direkt in die Vorstellung des Rahmenplanes und wenn dann noch Fragen auch zum Planungsprozess bestehen, können wir die dann anschließend klären. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger, ich freue mich sehr, dass wir heute hier in Präsenz zusammenkommen können, weil dieser gesamte Planungsprozess war uns immer sehr wichtig, ihn transparent darzustellen. Und es gab immer wieder Phasen, wo wir leider nur das digitale Format verwenden konnten. Und es freut mich sehr, dass wir heute uns hier in Präsenz wiederfinden. Ich möchte Sie ganz gern noch mal in den Planungsprozess mitnehmen. Herr Kranz und auch Frau Dr. Schilling und Herr Neuhoff haben natürlich schon etliche Punkte dargestellt. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen noch mal darstellen, wie wir gestartet sind und was die bisherigen Schritte gewesen sind. Tatsächlich haben wir im zweiten Halbjahr 2018 durch unterschiedliche Beschlüsse hier in der Stadt und auch im Land das Projekt Werftquartier erstmal auf den Weg gebracht mit einer entsprechenden Finanzierung, damit wir den Prozess starten konnten, weil uns daran lag, diese einmalige Chance zu nutzen, dass Stadt und Land sich mit ihren Flächen zusammentun und zum Teil brachliegende Areale in einer Vision zu einem künftigen Stadtquartier zusammenführen wollen. Und auch hier hat Herr Kranz schon dargestellt, es geht uns um ganz viele Facetten, was ein Stadtquartier ausmachen kann. Letztendlich soll es ein bunt gemischtes, ein authentisches und vor allen Dingen ein lebenswertes Quartier werden. Das Areal selbst, was Sie hier sehen, hat 140 Hektar. Es erstreckt sich von den Weserterrassen im Norden bis zu dem Kapitänsviertel an der Hübelstraße im Süden, also ein großes Areal. Es umfasst viele Wasserflächen. Und für diesen gesamten Prozess wurde eine Lenkungsrunde eingerichtet, wo der Oberbürgermeister den Vorsitz hat, sehr eng begleitet wird von der Senatorin für Wissenschaft und Häfen und weitere Gesellschaften, unter anderem natürlich an vorderster Front die FBG und die BIS, aber natürlich auch Bremenport, unterschiedliche Ämter. Und letztendlich geht es darum, diesen Prozess und auch die Aktivitäten zu begleiten und auch zu strukturieren. In diesem gesamten Kontext haben wir für dieses Gesamtareal ein Vorkaufsortsgesetz erlassen, um die Möglichkeit zu haben, bei wichtigen Verkaufsvorgängen als Stadt bzw. als Land auch unser Vorkaufsrecht auszuüben. Das ganze Projekt wird durch die BIS gesteuert. Da hatten wir eine sehr eng getaktete Zeitplanung und das hat uns sehr geholfen, auch wenn wir 2018 gestartet sind und heute 2022 haben. In dem Zeitrahmen ist sehr viel passiert. Gerade Frau Nagel und Frau Zingberg können das gut nachvollziehen. Wir hatten wirklich in eng getakteten Rhythmen immer wieder Abstimmungstermine und deshalb ist es uns auch gelungen, heute hier zu stehen. Wir sind dann 2019 mit einer ganz umfassenden Bestandsaufnahme gestartet, wo man sich erstmal darüber im Klaren war, wie die Historie dieses Areals ist, weil uns natürlich daran gelegen war, die ortsbildprägenden und bewahrenswerten Stätten an dieser Stelle zu erhalten. Und da geht es nicht nur um den baulichen Bestand und die hervorragenden Hafenanlagen, sondern es geht natürlich um all das, was dieses Gebiet letztendlich auszeichnet, um nachzuvollziehen, was es letztendlich beinhaltet und dieses Stück Identität in dieser Stadt zu bewahren, insbesondere auch in diesem gesamten Prozess. Um Sie von Anfang an mitzunehmen, hatten wir im März 2019 einen ersten Impulsabend, und wo unterschiedliche Referenten aufgetreten sind. Und am nächsten Tag haben wir die Möglichkeit gebeten, schon mal eröffnet,
sie ihnen dieses Areal näher zu bringen. Es gab Bustouren, es gab aber auch schon die Möglichkeit, sich mal mit diesem Gebiet auseinanderzusetzen und Visionen zu eröffnen, wie so ein Zukunftsquartier in Bremerhaven aussehen konnte. Und wir haben uns damals sehr gefreut, dass es so eine große Resonanz gab, wussten glücklicherweise nicht, dass bereits der nächste Schritt dann leider nur noch digital stattfinden konnte. Wir haben dann Anfang 2020 intensiv an einer Auslobung gearbeitet mit dem Büro Hübschen und Knicke, ein ganz versiertes Wettbewerbsbüro, ja, für unser Quartier gewinnen können. Und dann letztendlich im März 2020 und im November 2020 die Jury-Sitzung durchgeführt. Und diese zeitliche Differenz war tatsächlich ja der Pandemie geschuldet, weil unser letzter Jury-Sitzungstermin im März 2020, das war der letzte Tag vor dem Lockdown, sodass wir dann leider dazu übergehen mussten, unsere schon geplante Öffentlichkeitsbeteiligung, die Ausstellung im Teschener Rathaus, ja, das dann letztendlich nur digital vorzuführen. Die November- oder die September-Sitzung für die zweite Jury-Sitzung hat uns dann die Möglichkeit eröffnet, das hat gerade Frau Neddermann mir vorhin noch mal bestätigt, dass wir auch hier im Fischbahnhof doch für die interessierte Öffentlichkeit schon mal das Modell, den Siegerentwurf natürlich präsentieren konnten. Auch da gab es reges Interesse. Und ich möchte an der Stelle sagen, der Siegerentwurf beinhaltet eine Zusammenarbeit von drei Büros. Natürlich für den Städtebau, die Stadtplanung ist das Büro Kobe verantwortlich, aber für das Mobilitätskonzept und auch das Nachhaltigkeitskonzept haben weitere Büros, nämlich einmal SAP-Ingenieure und Transsolar Klima-Engineering mitgewirkt, um hier unseren Ansprüchen im Rahmen der Auslobung auch gerecht zu werden, weil das, auch das ist vorhin schon mehrfach angeklungen, uns geht es hier darum, ein progressives Quartier zu entwickeln, die Lagegunst zu nutzen und natürlich auch junge und ältere Leute anzusprechen, eigentlich alle Personen, die Interesse haben an so einem hervorragenden Standort, ihren neuen Wohnort bzw. ihren Arbeitsort zu finden, gleichzeitig aber natürlich dieses Quartier zu nutzen, um die ganzen Potenziale von Bremerhaven kennenzulernen. Weil genau wo ich hier stehe, hat man einen wunderbaren Blick, wenn man natürlich außerhalb des Fischbahnhofes sich befindet. Und wenn man sich dann nochmal auf den Dächern bewegt, die wir ja am Werfthafen in Form der Gebäude hat, dann sieht man erstmal, ja, welchen großartigen Blick man aufs Wasser bis auf die Weser haben kann. Heute wird Ihnen die abgestimmte Endfassung der städtebaulichen Rahmenplanung vorgestellt. Es wird die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen eröffnet und Frau Neddermann hat es auch schon gesagt, dass die Anregungen und Hinweise in die weitere politische Beschlussfassung und auch in die Bauleitplanung einfließen. Was ist eine städtebauliche Rahmenplanung? Natürlich ist eine städtebauliche Rahmenplanung etwas sehr Handgreifbares, etwas, was bunte Bilder erzeugt, was aber auch sehr intensiv sich mit dem gesamten Areal auseinandergesetzt hat. Und insofern haben wir deutlich gemacht, es ist für uns, wenn es entsprechend politisch beschlossen ist, auch die Grundlage für unsere planungsrechtliche weitere Bearbeitung. Das heißt also, wir nutzen diese städtebauliche Rahmenplanung einerseits, um Ihnen ein Bild zu vermitteln, wie es perspektivisch werden könnte. Andererseits sind wir als Stadt aber natürlich gehalten, das Planungsrecht für dieses gesamte Areal herzustellen. Und ich habe Ihnen mal an dieser Stelle den Geltungsbereich für die Flächennutzungsplanänderung aufgezeigt, die sich im Wesentlichen vom Handelshafen bis hinunter zu dem Quartier an der Höbelstraße erstreckt, weil dieses gesamte Areal ist mit der Darstellung von gewerblichen Bauflächen natürlich nicht zu dem zu entwickeln, was wir uns an dieser Stelle vorstellen, nämlich ein urbanes Gebiet, ein Gebiet, wo Wohnen und Arbeiten sich mischt, Freizeit und Kultur stattfindet, Nahversorgung, also all das, was ein urbanes Stadtviertel ausmacht.
Insofern bedarf es für dieses gesamte Areal eine Flächennutzungsplanänderung, um dort eine entsprechende Darstellung zu erzeugen. Und für Teilbereiche haben wir auch bereits Bebauungspläne in Aufstellung. Das sind unterschiedliche Areale. Zum Teil sind es Areale von Investoren. Es sind aber auch Areale wie zum Beispiel an der Georgstraße, wo ein neues Polizeirevier für Geestemünde geplant ist. Es sind aber auch Bereiche wie die Kürgenhalbinsel, die eine hervorragende Lagegunst haben, wo sich dann entsprechend Wohnen entwickeln soll. Wo stehen wir heute? Ein schalltechnisches Gutachten mit der Kontingentierung für die Nachbarschaft ist beauftragt. Genauso haben wir eine Potenzial- und Auswirkungsanalyse zum Einzelhandel bereits vorliegen. Gleichzeitig geht es uns aber natürlich darum, den heutigen Tag dazu zu nutzen, um Ihnen darzustellen, wie es künftig weitergehen soll. Wir haben Aufstellungsbeschlüsse gefasst und wir wollen die Rahmenplanung dazu nutzen, um dann in die weiteren Beteiligungsschritte zu gehen und Ihnen dann in den einzelnen Teilbereichen auch die Möglichkeit zu eröffnen, sich zu beteiligen und einzubringen. Sie können das heute anhand der Rahmenplanung tun, aber selbstverständlich sind Sie in den einzelnen Bereichen, Plangebieten gefordert und auch erbeten, dass Sie dort Ihre Anregungen und Hinweise vortragen. In gleicher Weise haben wir festgestellt, dass es wichtig ist, dass zum Einzelhandel es eine weitere Bearbeitung geben muss, weil wir natürlich die Zielperspektive für dieses Quartier berücksichtigen wollen. Und da geht es darum, dass wir das Stadtteilzentrum für Geestemünde berücksichtigen und dafür keine Konkurrenz herstellen, sondern die Nahversorgung, die hier im Werftquartier entwickelt werden soll, sich in Synergie zu Geestemünde befindet. Und gleichzeitig soll selbstverständlich auch der Bereich unmittelbar an der Georgstraße, der ja den Eingang in das Quartier umfasst, schon vorzeitig entwickelt werden, weil wir benötigen als Stadt umgehend dieses Polizeirevier Geestemünde. Insofern wird auch schon in diesem Jahr die Hochbauplanung weiterentwickelt werden und das wird, denke ich, das eines der ersten Projekte sein, wo dann auch in diesem Jahr ein Baustart stattfindet. Insofern ja etwas, was dem ganzen Prozess letztendlich vorausgeht. Damit möchte ich es gern mit den einführenden Worten bewenden. Vielleicht noch eine Nachfrage. Frau Kunschew, ein Rahmenplan setzt ja nur den Rahmen, aber es sind Bilder mit Gebäuden. Vielleicht da noch mal zwei Sätze. Der Rahmenplan selber beschließt nicht, wie die Gebäude danach aussehen, sondern gibt nur den Rahmen vor, wie sie sich entwickeln können. Vielleicht können Sie da noch mal zwei Sätze sagen. Richtig, er setzt einen Rahmen, er vermittelt ein Bild, aber letztendlich erst der Bebauungsplan wird dann komplett festlegen, wie die Gebäude sich zu entwickelt haben, wo sie platziert werden, wie das Erschließungsnetz ist, wo die Grünflächen sich wiederfinden und natürlich auch alle Freianlagen. Also erst der Bebauungsplan, der letztendlich ja als Satzung beschlossen wird, der gibt den Rechtsrahmen vor. Wir haben selbstverständlich auch Bereiche, wo wir keine Bebauungspläne erstellen. Das sind die bestehenden Siedlungsgebiete, weil da haben wir eine ortsbildprägende Struktur, die wir auch erhalten, die uns für Bauvoranfragen oder auch für planungsrechtliche Stellungnahmen vollkommen ausreichend sind. Aber in den Bereichen, wo wir Veränderungen planen, wo wir auch Gebäude erhalten oder auch bauliche Anlagen erhalten wollen, ist es ganz wichtig, dass wir diese Bebauungspläne aufstellen. Genau, nur das wird uns in der Diskussion immer wieder begegnen. Es sind Bilder da, man will über Gebäude reden und gleichzeitig ist der Rahmenplan noch gar nicht das entscheidende Planwerk. Aber das werden wir nachher auch immer wieder merken. Prima, erstmal vielen Dank an Caroline Kunschew. Es geht direkt weiter. Die Kolleginnen und Planerinnen von COBE wechseln einmal die Präsentation. Da einmal Frau Nagel und Frau Zingenberg, die werden Ihnen jetzt den Rahmenplan vorstellen. Die beiden waren auch schon hier bei der Bürgerbeteiligung zur Präsentation des Siegerentwurfs. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Gesichter, diejenigen, die da waren.
Hallo, guten Abend alle zusammen. Also wir müssen auch sagen, wir sind sehr gerührt eigentlich, dass wir hier sein dürfen, weil wir hatten jetzt wirklich eine Zeit, wo wir sehr viel von Kopenhagen gearbeitet hatten. Wir hatten auch schon den Verlauf mitbekommen. Es ist eine sehr intensive Auseinandersetzung. Wir freuen uns jetzt hier zu sein und auch Ihren Input zu bekommen und zu sehen, was Sie anregt und wie wir noch weiterkommen können in der Definierung des Rahmenplans. Ich glaube, wir fangen erstmal an, uns vorzustellen. Mein Name ist Caroline Nagel von Kober Architektin. Ich bin Architektin und Stadtplanerin. Ich hatte auch das Vergnügen, vom Wettbewerb dabei zu sein und jetzt in der Rahmenplanung das weiter auszuführen. Und wir sind begeistert von Ihrem Ort, den Sie hier haben. Und Sie haben ja so viel Potenzial. Und wir haben versucht, einen Rahmenplan aufzustellen, der sehr robust und flexibel noch ist und sich jetzt in den nächsten Jahren, es wurden jetzt 10 bis 20 Jahre erwähnt, es könnte sich sogar vielleicht noch länger ziehen. Wir wissen ja nicht, was kommt. Aber wir denken, wir haben ein sehr gutes Gerüst aufgestellt für Sie und wollen natürlich dann auch Ihre, Sie werden den Plan ja beleben danach. Ja? Und das wird so spannend sein. Ich habe meine Kollegin Frau Zingenberg hier, vielleicht stellt sich noch vor. Genau, ja, mein Name ist Lene Zingenberg, ich bin Landschaftsarchitektin bei Kobe und ich durfte auch beim Wettbewerb schon bereits dabei sein und habe jetzt auch seitdem bei der Rahmenplanung gemeinsam mit Frau Nagel und mit dem ganzen Team in Kopenhagen dann gearbeitet. Und ich freue mich auch wirklich sehr, heute so viele Teilnehmer zu sehen. Sehr schön. Dann denke ich, wir gehen gleich los. Wir haben einmal den Inhalt. Wir werden die städtebaulichen Prinzipien nochmal aufrufen. Sie kennen unseren Wettbewerb und denken, haben bestimmt auch schon die Hauptideen nochmal, kennen die Hauptideen, wollen sie nochmal vorrufen. Dann eines der wichtigsten Bereiche ist das Mobilitätskonzept, was natürlich auch die Erschließung des ganzen Gebietes eine große Rolle spielt. Und dann ist das Tolle, wir haben es ja so ein bisschen vielleicht einfach gemacht, aber ich glaube, das ist auch das Wertvolle an diesem Ort. Es geht einmal um das Blaue, das Grüne und dann eigentlich das Urbane, die Nachbarschaften. Also wir nennen es ja immer die blauen, die grünen Finger, die sich eigentlich treffen und in der Mitte ist dann eigentlich die Urbanität. Die städtebaulichen Prinzipien, das Blaue, das Grüne und das Urbane. Das Tolle finden wir oder was wir auch hoffen ist, bei der städtebaulichen Entwicklung wird es eigentlich keinen Ort geben, der nicht ein besonderer Ort ist. Also es gibt irgendwie keine, der dazwischen gestellt ist, weil entweder wird man am Wasser leben oder arbeiten oder man wird am Grünen, dadurch, dass wir die grünen Finger haben, arbeiten oder leben. Also wir meinen, es gibt eigentlich keinen schlechten Bereich. Und auch diese grünen Finger helfen einem, diese Stadtplanung zu entwickeln, indem man dann auch wirklich, wenn man zum Beispiel die grünen Strukturen erstmal entwickelt, eigentlich auch schon eine sehr schöne Lebensqualität hat und dann nach und nach das Gebiet entwickeln kann. Und es ist ein großer Bereich, es sind von 140 Hektar die Rede, deshalb gibt es auch verschiedene Nachbarschaften, die auch verschiedene Charakteren haben und sich verschieden entwickeln sollen. Ein ganz wichtiger Bereich ist, wir entwickeln ein neues Stück Stadt, aber das können wir natürlich nicht alleine entwickeln, das muss sich öffnen und das muss Geestemünde wird natürlich eingeladen und es soll eigentlich alle eingeladen werden, dieses Hafenquartier zu erleben. Also wir öffnen uns zum Wasser und wollen eigentlich das Leben und Arbeiten am Wasser möglich machen. Und deshalb sind natürlich auch die Verbindungen in Nord- und Südrichtung wichtig, aber natürlich auch die Verwebung zu Geestemünde. Das ist wirklich ein Teil des ganzen Stadtgebietes wird. Das ist jetzt der Plan von der Rahmenplanung und wir finden selber eigentlich vom Wettbewerb, also wir haben viele Themen eingearbeitet, aber wir finden wirklich, dass man die Ideen noch weiter sieht und man sieht, dass wir ein sehr gutes, robustes Gerüst haben, was sich sehr verwirklichen kann und verändern kann und den Wünschen anpassen kann. Und man sieht hier auch nochmal schön, also wie die blauen Finger eigentlich in das Gebiet reingeht, dann gibt es die schon existierenden grünen, wie wir sie ja nennen, Finger, die noch gestärkt werden und dass eigentlich diese Bereiche sind, die sozialen und gemeinschaftlichen Bereiche, wo man sich treffen kann als Bewohner und Menschen, die dort arbeiten. Die Katalysatoren, so hatten wir es genannt, das sind die Quartiersmotoren. Wir haben ja auch ein wunderschönes Blick auf die alte Stahlhalle. Das sind für uns die Kraft, also die geben wirklich Kraft und Identität an diesem Ort. Und wir sind auch sehr froh, es werden viele von den historischen Gebäuden erhalten, transformiert und sie bekommen neues Leben. Und wir sehen das später auch noch in jedem
Stadtquartier gibt es diesen Motor. Das ist für uns wirklich auch dieser Bereich, wo sich das Gebiet entwickeln kann, der Ausgangspunkt, und von da an das Stück Stadt sich weiterentwickeln kann. Und das ist für uns ganz faszinierend. Und es ist wirklich faszinierend, dass Sie so viele fantastische Orte an einem Ort haben und sich das wirklich wunderbar verteilt. Das Stadtquartier ist eigentlich, passt sich den Identitäten und dem Maßstab vom Bremerhaven an. Es ist eigentlich mehr eine Blockrandbebauung in 4- bis 5-geschossigen Bereichen. Es gibt einige Hochpunkte, höhere Gebäude, die einmal die Eingangssituation, das Eingangstor in das Gebiet bietet, beziehungsweise auch noch im Herzen des Quartiers einmal ein hervorstechendes Gebäude sein wird. Wenn man sich die Silhouette anschaut, die Stadtsilhouette vom Bremerhaven, finden wir, dass wir eigentlich ein sehr schönes Maß bekommen haben, dass wir uns in die historischen Identitäten, in die Maßstäbe einpassen. Also wir sind verzaubert von den fantastischen Kränen und dieser Silhouette, die sie schon haben. Und wir wollen genau dieses gemischte Gefühl von einem neuen Stück Stadt, der älteren Stadt zusammenfügen. Und da geht es auch um die Höhen, dass wir uns sehr gut anpassen. Und es gibt einige Bereiche, wo es ein paar höhere Gebäude entstehen werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Mobilitätskonzept, und Frau Zingenberg führt sich da. Genau, also das Mobilitätskonzept, das wurde ja, wie Frau Kunschew das auch schon erwähnt hat, mit unseren Kollegen von SAP-Ingenieure aus Hannover entwickelt. Und Frau Nagel hat das auch schon erwähnt, also die Vernetzung mit der Umgebung, das war wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema in der Rahmenplanung, und das wird jetzt auch durch das Mobilitätskonzept umgesetzt. Also Sie sehen jetzt hier drei Darstellungen, ganz links ist das Fahrradnetzwerk, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von dem Mobilitätskonzept, und Sie sehen jetzt nur da die neue Hauptwege, und was hier auch nochmal wichtig zu betonen ist, sind die drei neue Brücken, die jetzt auch gebaut werden müssen über die Hafenbecken. Also einmal hier oben bei dem Alfred-Wegener-Institut über so Kirchenhalbinsel, dann einmal über den Werfthafen hier mittig und dann hier unten über den Fischereihafen 1. Und diese neuen Brücken sind auch sehr, sehr wichtige Verbindungen über das Wasser, weil heute stellt das Wasser auch eine Art Barriere dar. Das ist natürlich sehr, sehr schön, aber in der Zukunft wird das auch wirklich viel, viel schnellerer, kürzer Wege sein im Werftquartier. Sie sehen dann mittig das Busnetzwerk, und das ist jetzt auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, also die ÖPNV-Erschließung vom Gebiet auszubauen, und die gelben Kreisen, die Sie da sehen, das sind Einzugsbereiche, 250 Meter, das bedeutet weniger als 5 Minuten zu Fuß, während Sie dann eigentlich in der Nähe von Bushaltestellen, und das bedeutet auch, wenn wir jetzt das Fahrradnetzwerk und das ÖPNV-Netzwerk sehr, sehr gut ausbauen, gibt es dann auch die große Chance, da die Autos möglichst vom Quartier rauszuhalten. Und Sie sehen jetzt ganz rechts die Darstellung von dem Straßennetzwerk und das Prinzip dann auch für die MIV. Erschließung war eben, die Autos am Anfang vom Quartier, also beim Eingang vom Quartier, abzufangen in sogenannten Mobility Hubs, damit man sich auch frei ins Quartier bewegen kann. Und Sie sehen jetzt hier die Verortung der Mobility Hubs, und das sind dann auch wieder diese 250 Meter Einzugsbereiche. Das heißt, man wird eigentlich niemals mehr als 200 Meter weg sein von dem Autoparkplatz. Und das sind jetzt nicht nur Parkhäuser, das sind wirklich öffentliche Einrichtungen im Erkenntnis. Sind die dann auch mit öffentlichen oder publikumsorientierten, extrovertierten Nutzungen dann belegt, und wir möchten dann auch gerne die Dächer aktivieren, also für Sportnutzung, für Spielplätze und so weiter, also öffentliche Räume. Das soll jetzt nicht nur reine Parkhäuser sein. Und ich würde jetzt auch ganz, ganz kurz die neue Buslinien hier erläutern. Das war jetzt so, dass die Kollegen aus Hannover, die haben wirklich sorgfältig auch die bestehende Buslinien analysiert und wie wir die jetzt in dem neuen Quartier dann auch integrieren können. In erster Linie durch zusätzliche Bushaltestellen und dann auch in zweiter Linie, wie wir jetzt hier mit dem Ausbau von der Brücke über den Werfthafen, jetzt auch hier mit einer Ringerschließung eigentlich das ganze mittlere Herz vom Quartier dann auch sehr gut erschließen können. Langfristig können wir uns auch gut vorstellen, dass da auch so vielleicht ein autonomes Fahrzeug fahren wird, dass das auch kleinere Busse werden. Und ganz, ganz langfristig sehen wir jetzt auch hier das große Potenzial. Wir kommen später dazu,
dass die Ostrampe zurückgebaut wird und dass es eben dann auch hier eine neue Erschließung gibt über die Nansenstraße. Und dann könnte der Bus dann auch hinten um das Schaufenster fahren und eben auch wirklich das Quartier ganz, ganz gut erschließen. Genau, intern. Und wie Frau Nagel auch schon erwähnt hat, gehen wir jetzt durch das Blaue, das Urbane, das Grüne und wir fangen mit dem Blauen an. Und das ist etwas, was wir jetzt auch in den letzten Jahrzehnten in Kopenhagen gelernt haben, dass die Lebensqualität wird wirklich deutlich höher, wenn man wirklich auch die Wasserflächen dann nutzt, also wirklich zugänglich macht und dann wirklich auch in Anspruch nimmt. Und das soll jetzt auch wirklich die große Vision sein für Bremerhaven. Also das finden wir wirklich, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial, was Sie hier vor der Tür haben. Und das soll jetzt auch wirklich genutzt werden und umgesetzt werden. Und Sie sehen jetzt hier die sogenannte blaue Hand. Und das sind die verschiedenen Hafenbecken. Und wir haben es jetzt auch, wie wir jetzt Nachbarschaften gemacht haben, haben wir jetzt auch verschiedene Wassernachbarschaften gemacht mit verschiedenen Identitäten. Und ich würde jetzt ganz kurz Sie durchführen. Wir können das auch sehr, sehr gerne vom Modell nachher besprechen und auch von den Präsentationsplänen. Aber im Hafenherz, wirklich inmitten, im Zentrum von Werfthafen, soll das Wasser wirklich zugänglich gemacht werden. Und das soll jetzt auch schwimmen und baden und verschiedene Wassersports dann in der Zukunft dann auch ermöglicht werden. Und was wir auch jetzt ganz, ganz toll finden hier in Bremerhaven, das sind wirklich die großen Potenziale, die es schon gibt. Wir haben das ja bereits gehört und wir finden zum Beispiel auch den Fischereihafen 1, das ist wirklich so ein Ort, der eigentlich ganz gut funktioniert, auch mit dem Schaufenster. Und das möchten wir auch gerne weiterentwickeln und wirklich fördern und dann am Ende vom, das, was wir Kreativkeit nennen, also wirklich vom Ende, am Ende hier, da sehen wir jetzt auch einen besonderen Punkt mit zum Beispiel auch einem Aussichtsturm vor. Dann kommen wir jetzt hier zu Forschungshafen, nennen wir das. Das heißt heute Handelshafen, aber Sie haben auch bereits gehört, es gibt hier auch mit dem Neubau von dem Alfred-Wegener-Institut viele Forschungseinrichtungen. Das möchten wir auch fördern. Vielleicht gibt es sogar auch ein Hafenlabor, wo Sie dann auch Ihre Forschung dann im Außenraum dann auch verwirklichen können. Was wir jetzt auch hier geplant haben, das ist Wohnen auf dem Wasser als Eingangstor zum Werfquartier, wenn man über die neue Brücke kommt. Natürlich auch Sitztreppen, dass Wasser zugänglich gemacht wird und dass man sich auch da aufhalten kann und auch eine neue Marina. Und das sehen Sie auch sehr gut am Modell. Genau, und dann gibt es auch ein neues Thema, das sind die Kanäle. Das ist auch etwas, was wir gelernt haben von Kopenhagen. Wir sitzen ja im Nordhafen, das wird gerade entwickelt und da bauen wir auch sehr, sehr viele neue Kanäle und das haben wir wirklich gelernt, dass das Wasser auch da eine unglaubliche hohe Lebensqualität bringt, auch zu den neuen Nachbarschaften. Und das möchten wir jetzt auch hier in Bremerhaven dann auch verwirklichen und da gibt es verschiedene Ausformulierungen. Zum Beispiel auch ein Retentionsraum mittig auf der Külgenhalbinsel und dann eben auch hier, Sie sehen da bei Nummer 1, dann die Möglichkeit, ganz, ganz langfristig einen Kanal auszubauen, damit auch wirklich da im Zentrum vom Quartier auch Wassersport ermöglicht wird mit dem kleinen Kajak auf dem Bild zum Beispiel. Wir wissen aber auch, dass das sehr teuer ist sowas und wir sehen jetzt auch das große Potenzial, das sehen Sie auf dem Bild rechts, dass man zum Beispiel auch kurz- und mittelfristig, dass man eher so eine Retentionsmulde vorsehen kann, aber dass das trotzdem wirklich auch ein Aufenthaltsraum, ein schöner Freiraum wird für die neue Einwohner im Quartier. Genau, und dann das letzte Thema zum Thema Grüne oder zum Thema Blauen Finger sind halt die Promenaden. Und das ist auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir wirklich das Quartier eröffnen möchten. Das soll jetzt zugänglich werden und die Promenaden soll wirklich für alle sein und öffentlich sein, um das Ganze, ja, um den ganzen Hafenbecken. Und ich glaube, die Zeit läuft. Wir gehen jetzt weiter zum grünen Hand. Und da war es auch wichtig für uns zu sagen, es soll ganz, ganz viele Grünflächen hier entstehen, weil das bringt auch eine hohe Lebensqualität. Und Frau Kunschew hat das ja auch gesagt, dass Geestemünde eigentlich ein bisschen unterversorgt ist, was Grünflächen angeht. Also hier sollen ja auch wirklich Grünflächen entstehen für die ganze Stadt. Und Sie sehen jetzt hier auf der Darstellung, dass wir jetzt auch hier in den Grünflächen viele öffentliche Einrichtungen vorsehen, weil sie sollen jetzt auch wirklich das Grüne beleben und das soll jetzt wirklich so ein Treffpunkt sein für die ganze Nachbarschaft. Das heißt, hier gibt es dann im Grünen Finger Schulen und neue Kitas
und öffentlichen Einrichtungen. Sie sehen jetzt hier der große Quartierspark, der befindet sich am Eingang vom Quartier und der soll wirklich auch ein verbindendes Element sein zwischen Geestemünde und das neue Werfquartier. Und wir haben bereits auch schon Ihre Anregungen von den letzten Bürgerbeteiligungen hier mitgenommen, zum Beispiel auch mit dem Hundeauslaufwiese und so weiter. Und da freuen wir uns auch heute auf weitere Anregungen. Das soll ein sehr, sehr schöner Park sein, wo man sich auch wohlfühlen soll. Und das soll es auch nicht nur publikumsorientierte Nutzung sein, sondern auch dass wir da eher so naturbelassenes Grün vorsehen, dass das auch wirklich da die Bestandsbäume erhalten werden. Genau, dann gibt es die Hallengärten, das ist die große ehemalige Stallbauhalle, die soll jetzt eröffnet werden. Das soll jetzt, wie ich vorher erwähnt habe, eine Schule entstehen, eine Kita, Familienzentrum, das soll wirklich so ein Treffpunkt sein für die ganze Nachbarschaft. Und da soll jetzt mit der Eröffnung von der Halle dann auch wirklich ein ganz, ganz besonderer Freiraum entstehen, wie Sie jetzt hier auf der Visualisierung sehen. Dann gibt es der Werftpark, das ist der neue Park, das soll jetzt das Schaufenster hier mit dem Werfthafen und mit der ehemaligen Vormontagehalle verbinden. Sie sehen jetzt hier links eine öffentliche Achse mit auch sehr publikumsorientierten Nutzungen. Und diese Verbindung finden wir auch ein sehr wichtiger Teil. Und dann übergebe ich zuletzt das Wort wieder, Frau Nagel. Ja, sehr gut. Dann führen wir Sie durch die Nachbarschaften durch. Ich denke auch, wir machen es relativ schnell, aber dass Sie so ein Gefühl davon bekommen, was für ein Charakter in den verschiedenen Nachbarschaften stattfindet. Sie sehen hier die Aufteilung in die verschiedenen Quartiere. Einmal das Campusviertel, Parkquartier, Hafenherz, Hallenviertel, Kölkenalp, in so Kreativkai. Und da wollen wir Sie eigentlich auch so ein bisschen durchführen, dass Sie so ein bisschen verstehen, die Mischung der Nutzung, der Typologien, Bautypologien, wie man sich vorstellen kann. Und vielleicht interessant, also wir stellen uns gerade vor, dass es ungefähr 6.000 neue Einwohner geben wird und es wird eine Arbeitszeit zwischen 4.000 und 6.000 stattfinden. Das Campusviertel, da geht es eigentlich um das Prinzip der Forschung und des Lehren weiterzuführen. Also es soll wie ein großer Campus eigentlich funktionieren, der viele Nutzungen von der Lehre haben wird. Also man sieht auch nochmal hier, also die Lehre und der Campus wird einen großen Bereich aufführen, dann zum Wasser hin und zum Park entsteht dann Wohnen. Ganz interessant ist eigentlich, dass das Campusviertel, was wichtig ist, ist der alte Güterbahnhof, soll eigentlich wie nochmal dieses belebende Element werden. Öffnet sich zum Quartier und es soll wirklich wie ein sehr einladendes Viertel werden, was auch wirklich die Verbindung zum Wasser herzieht. Aber die Typologien sind eigentlich mehr Blockrandtypologien, die für die Lehre gut funktionieren. Die Kölkenhalbinsel, es wird ein ganz besonderer Ort. Lena hat es eben schon erwähnt, es wird ein, Zeiger ist schwierig, es wird ein Kanal nochmal eingesehen. Das heißt eigentlich, dass dieser Ort vierseitig, also dreiseitig ist er sowieso schon vom Wasser umgeben, aber es könnte auch schon vierseitig vom Wasser umgeben sein. Und es wird wirklich ein Bereich des ganz besonderen Wohnen. Also Wohnen spielt eine große Rolle in dem Bereich, sind auch der grüne Finger zieht sich durch. Es ist wirklich eine große Lebensqualität, die man da aufsieht. Und hier sieht man das auch nochmal in der Nutzungsverteilung. Wohnen ist der größte Bereich, den man sich dort vorstellen kann. Und im grünen Finger stellt man sich einen Kindergarten vor, eine soziale Einrichtung. Im Herzen, der Park ist eigentlich auch der Gemeinschaftspark, wo sich Bewohner treffen, Urban Farming sich vorstellen könnte und wirklich der Austausch stattfinden kann. Das Parkquartier, Frau Zingenberg hatte das eben schon erwähnt, da geht es wirklich darum, die Qualität, sich zum Park zu öffnen. Also es hat eigentlich die zwei Seiten. Es hat einmal die wunderschöne Qualität, sich zum Park zu öffnen. Deshalb gibt es diese Typologien zum Park hin, die eigentlich das Grüne mit reinlassen. Und dann gibt es natürlich die andere fantastische Qualität, dass man zur Wasserpromenade ist. Also deshalb, das ist auch ein ganz besonderer Ort, wo auch noch viele Bestandsgebäude sind, die mit eingearbeitet werden. Es werden Transformationen stattfinden. Man sieht hier in der Nutzungsverteilung eigentlich auch noch mehr sehr gut, dass zum Park hin hauptsächlich Wohnen ist und sich aber dann auch zum Hafenherz auch noch ältere Strukturen umgewandelt werden und transformiert werden. Auch das ZRW-Gebäude wird transformiert und umgestaltet und dann, dass man sich eigentlich zum Park hin öffnet. Hier ist nochmal ein Bild von dem Parkquartier und der Park ist ja auch wie so eine Perlenkette von verschiedenen Parkeinrichtungen, auch mal sehr naturgrün belassen und verschiedene Einrichtungen und das ist auch genau diese Qualitäten, die dieses Quartier mit sich führt.
Das Hallenviertel hatten wir eben auch schon erwähnt. Also wir sind hier genau nochmal an diesem Bild. Das Hallenviertel hat den grünen Finger, hat genau diese, die Hallengärten, die alte Struktur, die wir aufnehmen und eigentlich dann benutzen als öffentlichen Park. Eine Verdichtung, urbane Verdichtung, die einerseits zum Wasser hin entsteht. Und was hier aber auch noch faszinierend ist, also hier ist ja auch gleich der Helgen. Am Helgen entsteht ein neuer Hochpunkt, ein neuer Anziehungspunkt an dem Ort. Im Grünen Finger werden soziale Einrichtungen wie Schulen und Kita stattfinden und dann eine Bebauung an den beiden Hafenbereichen. Und ich glaube, hier sieht man auch noch mal das Potenzial, wie eigentlich die alte Halle dann geöffnet werden kann und einige Nutzungen reinkommen können, aber das sind wirklich sozial angedachte Nutzungen und Nutzungen für alle. Der Kreativkai, das ist ein Bereich, der eigentlich hauptsächlich für Gewerbe und Büroeinheiten sein wird. Das ist ja auch der Bereich, wo wir uns ja eigentlich gleich in der Nähe schon befinden. Der Hafen, der Fischereihafen 1, wird, Fischereihafen 2 wird dann noch erhalten bleiben. Deshalb kann Wohnen an dieser Stelle auch nicht stattfinden. Aber was wichtig war für uns, auch nochmal diese, Sie haben am Schaufenster schon eine sehr Anziehungskraft, aber wir wollen diese Anziehungskraft eigentlich durch das Gebiet durchziehen und dann vorne an dem Kulturhub, wie wir das eigentlich nennen, Kreativkai, öffentliche Funktionen nochmal ansetzen, dass man eigentlich auch wirklich nochmal Attraktionspunkt hat. Und hier sieht man es auch nochmal an der Promenade, sehen wir auch mehr noch im Erdgeschoss einladende öffentliche Funktionen, um auch wirklich ein lebendiges Stadtquartier einladendes lebendiges Stadtquartier. Und das sind dann hauptsächlich Gewerbe und Büro angedacht. Und hier unser Kreativhub, auch da, wo wir die alten Strukturen eigentlich wieder aufnehmen und dann mit den öffentlichen Parken Aussichtsplattformen arbeiten. Und das letzte Quartier dann, und dann haben wir es auch geschafft, das Hafenherz. Genau, das Hafenherz, hier befinden wir uns ja heute am Schaufenster und das Wichtige hier am Hafenherz war für uns wirklich diese fantastische bestehende Industriestrukturen zu verbinden, also die Eiswerke im Schaufenster und natürlich auch die Vormontagehalle. Das war jetzt wirklich für uns ein sehr, sehr wichtiger Teil, aber dann auch das neue Quartier zu verdichten. Ne? Wir möchten aber auch gerne betonen, wir haben das oft gesagt heute, aber wir reden jetzt wirklich hier über eine langfristige Entwicklung, eine große Vision. Das wird nicht morgen passieren und deshalb haben wir jetzt auch auf den Panels verschiedene Phasen dargestellt für die verschiedenen Nachbarschaften und Sie sehen jetzt auch hier für das Hafenherz, wie die Phasen aussehen könnten, also dass wir bereits jetzt schon diese sogenannten Katalysatoren dann auch aktivieren, dass sie zugänglich gemacht werden und dass wir dann auch da weiterhin verdichten können und eine ganz, ganz langfristige Vision ist dann auch die Ostrampe zurückzubauen und die Haupterschließung über die Nansenstraße zu verlegen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch als eine Optimierung sehen, weil wenn das neue Quartier entwickelt wird, also dann wird sich auch das Zentrum vom ganzen Werftquartier nach Norden verschieben und dann ist eine optimierte Erschließung über die Nansenstraße nachvollziehbar. Und der zweite Punkt ist auch, dass die Ostrampe heute eine ganz, ganz große räumliche Barriere darstellt, wenn die irgendwann zurückgebaut werden würde. Gibt es auch da wirklich das Potenzial auch nochmal für neue Bebauungsstrukturen. Und das sehen wir wirklich auch als sehr, sehr großes Potenzial. Aber wir möchten auch nochmal gerne betonen, das wird nicht morgen passieren, auch nicht übermorgen. Also wenn wir auch über die langfristige Planung reden, dann ist das auch in Jahrzehnten. Das war nochmal kurz zu das. Und wie Sie jetzt auch hier sehen, das ist so die Nutzungsmischung. Heute ist das Hafenherz hauptsächlich Gewerbe. Wir können uns aber auch gut vorstellen, dass es zukünftig auch hier Wohnen geben wird, insbesondere im östlichen Teil, dann umrahmt von dem grünen Finger. Genau, und dann hier als letzte Seite die zwei Perlen, zwei von den Perlen hier, also die Eiswerke und dann auch eben der Werfthafen, wie das dann auch zukünftig aktiviert werden können. Und schlussendlich möchten wir uns sehr bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wir finden jetzt, also wir waren, ich glaube, das erste Mal in diesem Raum Ende 2019 für das Wettbewerbskolloquium und wir finden eigentlich selber, dass wir sehr gut das Werftquartier kennen und auch Bremerhaven, aber Sie kennen natürlich selber Ihr Stadt viel besser und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihre Anregungen und Fragen. Vielen
vielen Dank an Frau Nagel und Frau Zingenberg. Sie sind wirklich durchgeritten. Wahrscheinlich hätten Sie uns auch eine Stunde oder zwei erzählen können. Und ich bin sicher, dass Sie vor allem im hinteren Bereich das nicht alles haben lesen können. Also vermutlich war nicht immer klar, welche Farbe ist was und wo befinden wir uns hier auf dem Plan. Das, was für die Planer und Planerinnen natürlich ganz einfach ist, ist für die, die nicht jeden Tag einen Plan vor der Nase haben, auch schwierig, sich zu orientieren. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Zeit und dafür haben wir auch vor allem nachher nochmal die Vertiefungszeit an den Plänen, dass Sie sich zeigen lassen können, wo das denn jetzt wirklich war und wo Sie oder was auch immer sich befinden. Ich bitte jetzt einmal für die Fragenrunde, einmal die beiden Kolleginnen bitte hier oben bleiben. Sie müssen sicherlich oder dürfen sicherlich viele der Fragen auch beantworten. Aber ich bitte auch Oberbürgermeister Herrn Granz und Frau Kunschef und Herrn Neuhoff mit hier auf die Bühne. Frau Dr. Schilling wird bei Bedarf auch zur Verfügung stehen von der Landesebene. Und wir haben ja auch Herr Pietram hier vorne sitzen. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen sind, kann auch er nochmal hier sie beantworten oder Stellung nehmen. Wir haben hier vorne das Mikrofon für Sie. Wie gesagt, wir können nicht hier durchmarschieren, könnten wir, aber sind doch noch ein bisschen vorsichtig, Corona-mäßig. Machen Sie sich schon mal auf den Weg, diejenigen, die Fragen haben, fassen Sie sich ein Herz. Es gibt doch bestimmt jemanden, der sich das traut. Jawohl, sehr gut, der Erste steht auf, damit ist der Bann gebrochen. Sie können hier auch ruhig eine kleine Schlange bilden. Abstand halten ist vielleicht im Moment angesagt, dass sich jeder wohlfühlt. Kommen Sie hier vor, sagen Sie kurz Ihren Namen und stellen Sie Ihre Frage. Also der Nächste kann auch ruhig schon vorkommen. Nicht warten, bis der Erste fertig ist. Und vielleicht noch was, wir sind viele Menschen. Wir haben viele Anliegen, vermutlich mindestens nachher an den Plänen, also kurz und knapp die Fragen stellen und wir versuchen sie zu beantworten. Bitte schön. Ich bin Joachim Fockert und wohne auch in dieser Gegend im vorgesehenen Werfquartier im Erweiterten. Habe eine Frage zur Kültenhalbinsel, wo ich sage mal Anführungsstrichen Hochhaus gebaut werden soll. An der Spitze, mit wie viel Stockwerken ist das in der Planung zumindest? Das ist das eine. Das andere ist vom Baufortschritt jetzt her, wenn das angefangen werden soll. Momentan sind wir ja leider in einer schwierigen Lage mit den einmal Baupreisen, Baumaterialien und auch Zinsanstiegen. Wird da gegebenenfalls das negativen Einfluss auf die zeitliche Planung haben können unter Umständen, was ich ja teilweise befürchten muss leider. Und das sind meine momentan beiden Fragen. Und wenn auch noch mal eben eine Frage, die Brücken, die jetzt über die Häfen da gebaut werden sollen, ist das der Schlusspunkt oder wird da schon im vorderen Bereich der Planung eingeplant, dass die Brücken ziemlich zu Anfang mitgebaut werden sollen? Was für viele interessierte Fahrradfahrer ja auch nicht ganz unwichtig sein dürfte. Also vielen erstmal Dank. Vielleicht beantworte ich das kurz. Erstmal bin ich ausgesprochen froh, dass wir für die Kükenhalbinsel ja einen Zusammenschluss der Wohnungswirtschaft, der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Bremerhaven haben. Das ist auch Garant dafür, dass das dann auch offen bleibt für alle, die diese Kükenhalbinsel bebauen wollen. Da werden natürlich nicht nur Hochhäuser entstehen, so ist das auch auf den Planungen nicht dargestellt. Da werden auch Reihenhäuser gebaut, da werden Mehrfamilienhäuser gebaut. Das wird sich mischen miteinander, aber so, dass es eben halt auch breit nachgefragt werden kann. Wir wollen ja sowohl eine junge Familie da, als auch vielleicht Ältere, die sich da genauso wohl fühlen und auch dort leben möchten oder einen Lebensabend verbringen möchten. Wir werden in dem Quartier ja auch für Kindertagesstätte und Schule Sorge tragen. Kein Mensch weiß von uns, wo die Zinsen hingehen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also im Moment erleben wir leider ganz große Baukostensteigerungen mit bedingten Zinssteigerungen. Das werden wir gemeinschaftlich abwarten müssen als Entwicklung. Da wird sich aber auch wieder etwas relativieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also die Kükenhalbinsel, das beginnt realistisch in 3 Jahren frühestens mit der Bebauung. So schätze ich das ein. Und wenn Sie von den Höchstpunkten sprechen, sind wir da im Moment zwischen 15, 16 geschossen. Also als diejenigen Mehrfamilienhäuser, die etwas höher sich ausgestalten. Die Brücken wollen wir, wenn es nach mir geht, das werden wir sehen, wie die nächsten Wahlen im Bundesland Bremen ausgehen und was wir dann in Koalitionsverhandlungen unterbringen können für die nächste Legislaturperiode. Aber wir müssen mit der Infrastruktur weiterkommen.
weil davon ja auch bestimmte Teile dann richtig leben. Zielperspektive ist ja wirklich, das Werftquartier über die Kükenhalbinsel, auch über eine Brücke anzubinden, über spätere noch neu zu bauende Sperrwerk ab 24, damit man auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad von dem Werftquartier rüber kann in die Innenstadt. Das sind alles Zielperspektiven, das wird sich alles entwickeln. Nicht alles auf einmal, aber es wird sich entwickeln. Da bin ich optimistisch, weil das Gefühl, glaube ich, habe ich auch bei Ihnen hier, Planungen vorgestellt werden, die sich wirklich auch umsetzen lassen, nur nicht von heute auf morgen. Es soll ja auch wachsen. Vielen Dank. Frau Kunschew, noch Ergänzung? Ja, ich würde gerne noch ergänzen. Herr Kranz hat es schon deutlich gemacht. Die Brücken sind natürlich eine Infrastrukturmaßnahme, die finanziert werden muss. Aber die erste Brücke, die auf jeden Fall für die Erschließung essentiell ist, ist die Brücke über den Werfthafen, weil sie verbindet Geestemünde mit dem Quartier und sie ist ganz entscheidend letztendlich für unsere Fußgänger und Radfahrer, die wir ja dort befördern wollen, auch für die Wege dann natürlich zum Bahnhof, aber letztendlich eben auch die Schlüsselverbindung für den ÖPNV, weil wir wollen die Leute, die im Werftquartier wohnen und arbeiten, motivieren. Ja, wir wollen sie nicht nötigen, wir wollen ihnen aber kurze Wege im Gebiet anbieten. Und wie es schon zum Ausdruck gebracht wurde, die Wasserqualität und überhaupt das Wasser, der Blick aufs Wasser sind hervorragend, aber es fehlen die kurzen Wege. Und deshalb ist das die wichtigste Brücke, die im Prinzip dazu dient, um Geestemünde auch tatsächlich mit dem Werftquartier zu verbinden. Aber es müssen alle drei. Also lieber Mel, vielleicht, also wir brauchen sie zum Wahlkampfthema machen, weil die bisherigen Planungen des Werftquartiers stoßen in Bremerhaven auf breite Zustimmung, nicht nur in Bremerhaven, sondern auch in der bremischen Bürgerschaft, das wie auch im Senat. Und ich bin Claudia Schilling durchaus dankbar, dass sie die Bremerhavener Interessen im Senat auch immer wieder deutlich macht. Und eins ist auch klar, wir haben dort herausragend von drei Seiten Wasser umgeben, Kajenanlagen, die zunächst saniert werden müssen, damit wir überhaupt dieses Gebiet ertüchtigen können. Und diese Sanierung, die werden wir auch nicht aus dem kommunalen Haushalt wuppen können, sondern wir sind auf das Wohlwollen des Senats angewiesen mit einer Lex Bremerhaven, dass wir dieses Projekt auch in den nächsten Jahrzehnten entwickeln können. Ich stimme dem Oberbürgermeister bei. Die erste Brücke wird vermutlich die sein, die von der Riedemannstraße kommt, weil sie der kürzeste Weg der Erschließung sowohl für den privatwirtschaftlichen Teil, den eine Investorengruppe realisieren wird, als auch der Bereich, den die Bremerhavener Wohnungswirtschaft ins Auge gefasst hat. Die Höhe des Hochhauses wird davon abhängig sein. Das Risiko liegt bei der Wohnungswirtschaft. Die werden dieses Areal komplett alleine bewerkstelligen müssen. Und in der Planung ist vorgesehene Mischung aus Gewerbe, Büro und auch Wohnung. Und die Nachfrage wird am Ende signalisieren, ob dieser Hochpunkt nachher 14, 15 oder auch 20 geschossig werden kann. Es wird aber als Hochpunkt deklariert werden müssen. So, damit wir in diesem Gesamtentscheidungsbild bei unseren Hochpunkten bleiben können und einen Wiedererkennungswert widerspiegeln können. Vielen Dank soweit. Ich glaube, bitte? Nein, wir wollen keinen Wahlkampf machen. Okay, das ist eine Aussage. Ich darf die nächste Frage erbitten. Und Sie können auch ruhig schon sich mit in die Schlange einreihen. Ich brauche noch ein paar Fragen von Ihnen. Mein Name ist Roland Behrens vom Weser Yacht Club. Zunächst möchte ich zu Herrn Neuhoff sagen, ich bin begeistert von diesem Projekt. Ganz besonders hat mich gefreut, dass auch verschiedene wassersportliche Aktivitäten in das Projekt integriert sind, unter anderem auch der Weser Yacht Club. Man sieht ja auf dem Bild, dass die meisten Boote, Schiffe und auch vor allen Dingen die Fahrzeuge des Alfred-Wegener-Instituts sich im Handelshafen bzw. im Hauptkanal befinden. Und das bringt mich zu meiner Frage, die auch die Brücken betrifft. Insbesondere die Brücke von der Schleuse zur Kükenhalbinsel, gehe ich mal davon aus, dass es eine bewegliche Brücke ist. Denn sonst müssten Sie mindestens 20 Meter Durchfahrthöhe haben. Meine eigene Frage ist, ist mal darüber nachgedacht worden, ob man nicht diese Brücke und die Drehbrücke über die Klusmannstraße synchronisieren kann und fernbedienen kann? Das wäre nämlich durchaus sinnvoll für die gesamte Schifffahrt, besonders die Freizeitschifffahrt in diesem Hafenbereich. Also ich gehe davon aus, dass alle drei Brücken irgendwann ferngesteuert sind. Alle drei. Das ist ja heute auch technisch überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja an der Doppelschleuse Personal sitzen, das da 24 Stunden sitzt, und das kann man heute alles fernsteuern. Das ist Zukunft, klar, digital ferngesteuert von einer Stelle. Ich traue mich auch.
Genau, ich würde da gerne anschließen. Ich bin nicht nur begeistert von dem Rahmenplan, sondern von dem Tempo, was Sie hier vorlegen. Ebro Aydin, ich bin Jugendhilfeplanerin im Amt für Jugend, Familie und Frauen. Und Sie haben an vielen Stellen berichtet, Öffentlichkeitsbeteiligung, Bürgerbeteiligung. Mich interessiert die Planung, wie wollen Sie Kinder und Jugendliche beteiligen in all das, was da passiert. Danke. Sehr gerne. Die Kinder- und Jugendbeteiligung ist tatsächlich etwas, was wir in unserer Ämterarbeitsgruppe schon länger auf der Agenda haben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist uns Corona so ein bisschen in die Parade gefahren, weil wir natürlich aus unseren bisherigen Erfahrungen Kontakte mit Schulen geknüpft haben und auch diese Beteiligung schon längst durchgeführt haben wollen. Wir haben aber ganz bewusst uns damit in den letzten Monaten Zeit gelassen, haben aber deutlich gemacht in unserer Arbeitsgruppe, wo wir die Schulen, Kitas und alles Übrige auch schon hinsichtlich der Platzierung vorsondiert haben, dass jetzt als nächstes dieses Thema anstellt. Weil das, was wir heute noch gar nicht erklärt haben, ist, dass wir für dieses Areal auch Städtebauförderungsmittel zur Verfügung haben und dort auch mit experimentellen Räumen arbeiten wollen. Und es war von Schule zum Beispiel angedacht, den Schulunterricht auch nach draußen zu verlegen. Und ich möchte mich an der Stelle auch noch mal ganz herzlich bei Herrn Petram bedanken, weil wir hatten schon die Möglichkeit, uns das Areal mal gemeinsam mit Schule anzuschauen, um dort ja zu schauen, ob das etwas wäre, wo dann eben auch temporär mal Schulunterricht stattfinden könnte. Und deshalb kann ich nur sagen, das steht zeitnah an. Wir werden ja die Öffentlichkeitsbeteiligung über die Bebauungspläne, 4 Aufstellungsbeschlüsse haben wir schon, es werden welche hinzukommen, im Rahmen der Bebauungspläne, Planaufstellung, die Kinder- und Jugendarbeit nachholen, spätestens da an der Stelle auch intensiv gestalten, auch wenn es für Einrichtungen für Kinder und Jugendliche geht, auch für Kultureinrichtungen, aber auch in bis zu Spieleinrichtungen, die es hier in dem Bereich auch geben muss. Vielen Dank. Ich glaube, der Weg ist frei für Sie, genau. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Rink, Stadt der Konferenz Geestemünde. Es geht um Folgendes, und zwar der Architekturbüro Kobe hat mit der Firma SAP zusammen ein sehr tolles Mobilitätskonzept entwickelt und hat dabei auch so, das wurde vorhin gesagt, 200 Meter, 250 Meter von der Wohnung bis zum nächsten Hub. Wie wird das umgesetzt in den Bebauungsplänen? Weil in den Bebauungsplänen können Sie ja eigentlich nur schreiben, was da grob gebaut werden kann. Können Sie dieses Mobilitätskonzept auch als Verpflichtung in den Bebauungsplänen, wenn es gerade um so große Areale geht wie die Kökenhalbinsel, können Sie das da irgendwie verpflichtend integrieren? Ja, das können wir verpflichtend integrieren. Das ist kein Problem. Das wissen im Übrigen auch die Investoren, die diese Mobilitätshubs zu bauen haben. Das ist mit denen auch erörtert. Die halten das auch für umsetzbar. Das ist also nicht Wolkenkuckucksheim, sondern auch die Wohnungswirtschaft ist davon überzeugt, dass man das bauen sollte und dass man das umsetzen kann, dann auch für die dann späteren Mieterinnen und Mieter und im kleineren Bereich auch Eigentümer. Und wie es umgesetzt wird, haben Sie da eine Idee, Frau Kornschef, vielleicht? Wir werden mit den Investoren städtebauliche Verträge schließen und im Rahmen dessen regeln, wie auch gerade der Stellplatznachweis, weil wir haben ja ein Stellplatzortsgesetz, aber wir haben an dieser Stelle vor, über dieses Mobilitätskonzept und über städtebauliche Verträge genau das zu realisieren, was Frau Zingenberg und Frau Nagel deutlich gemacht haben. Es soll also nicht irgendwie ein Parkhaus werden, sondern es soll letztendlich eine Einrichtung werden, wo im Erdgeschoss ja unterschiedliche Angebote sich wiederfinden, zum Beispiel auch Nahversorgung, ja, dann parkende Fahrzeuge und letztendlich aber auch das Dach genutzt wird. Und was wir auch wollen, es soll multifunktional errichtet werden. Es kann ja sein, dass sich die Bedarfe im Laufe der Zeit ändern und deshalb sollen die Etagen auch veränderbar sein, sodass man gegebenenfalls für einen schwindenden Parkraumbedarf eben auch andere Nutzungen dann mit integrieren kann. Fahrräder spielen dabei natürlich auch heute eine große Rolle, mithin bis zu Ladestationen und anderen. Auch das wird dort integriert, selbstverständlich. Eine letzte Frage, wie ist die Beteiligung bei den städtebaulichen Verträgen? Gibt es da eine Öffentlichkeitsbeteiligung oder werden Sie sich in die Kammer setzen und sich überlegen, was am besten ist und dann wird es umgesetzt?
Also Sie müssen Verständnis dafür haben, dass wir städtebauliche Verträge nicht mit 190 Mann ausverhandeln können. Das wird nicht funktionieren, sondern Grundlage ist dann eben halt der städtebauliche Rahmenplan, die sich daraus ergebenden Bebauungspläne. Das sind die Grundlagen und dann werden wir eben halt festlegen, wer übernimmt welche Verpflichtungen innerhalb dieses Gebietes. Heißt, es ist für welche Investitionen zuständig, was macht die öffentliche Hand, was machen die Investoren. Das sind dann Verhandlungen zwischen den Gebietskörperschaften und den einzelnen Investoren. Und das gilt dann nicht nur für die Mobilität, sondern auch für die klimaneutrale Bauweise. Herr Rink, nehmen Sie zur Kenntnis, im Rahmen der Bürgerbeteiligung sind wir ausbaufähig. Da haben wir also das Ende noch nicht erreicht und ich glaube, wir können besser werden. Das Projekt, das sagte ich eingangs ja auch, ist ein Projekt auf Jahre ausgelegt und wir werden die Bürgerbeteiligung immer wieder optimieren und anpassen müssen. Und ich glaube auch im Sinne des Oberbürgermeisters zu sagen, wir können nicht jeden Prozess, dafür haben wir die Stadtverordnetenversammlung, dafür politische Gremien, wo es beschlossen wird, die vertreten ja in der Regel auch den Bürgerwillen. Wir können nicht alle Prozesse mit Ihnen im Einzelnen erörtern, aber wir können Transparenz schaffen und diese Transparenz, Sie haben uns die Fahne geschrieben, das wollen wir machen. Wir wollen auch beim Bereich Bürgerbeteiligung besser werden. Wir wollen informieren, dass Sie Bescheid wissen, welche Hintergründe stecken hinter welchen Entscheidungen, damit Sie auch verstehen können, warum wir sie entschieden haben. Das wollen wir gerne machen. Vielleicht aber. Lasse Taten folgen. Dankeschön. Ja, aber Sekunde, das die letzte. Das machen wir gerne. Die eine Frage, die noch bestand, war: Können denn auch die Themen zur Klima-, zur Nachhaltigkeit in städtebaulichen Verträgen mit einbegriffen werden? In städtebaulichen Verträgen, aber auch über den Bebauungsplan sich schon widerspiegeln. Mhm. Okay, ich denke, das war auch noch eine inhaltliche Ergänzung. So, die nächsten bitte. Ich habe eine Frage und zwar haben Sie in Ihrer Eröffnungsrede gesagt, dass klimaneutral wird selbstverständlich klimaneutral werden, also das Werftquartier. Gilt das für das Gesamtprojekt und werden auch die Punkte, die im Abschlusspapier der Enquete-Kommission festgehalten wurden, vollständig umgesetzt werden? Also wir gehen von CO2-Neutralität aus. Das ist auch das Grundkonzept, was hier über diesen Rahmenvertrag letztendlich dargestellt wird. Wir müssen feststellen, dass einige davon die Energieversorgung betreiben, schon wieder neigen abzuweichen. Das möchte ich auf gar keinen Fall tolerieren, weil wir werden vorführbar, wenn wir an dieser Stelle nicht zeigen, dass wir wirklich nachhaltig CO2-neutral das Gebiet organisieren. Ich will es auch nicht übergangsweise anders, weil es dann einen falschen Touch bekommt. Das Gleiche gilt für die Sozialverträglichkeit. Das sind zwei Grundannahmen für dieses Gebiet. Und da müssen wir eben jetzt schauen, was ist für den Bürger hinterher am besten auch finanziell zu tragen, von der Wärmepumpe bis zu Blockheizkraftwerken, aber nicht gasbetrieben. Also es ist, da werden wir noch schauen und jetzt haben wir Kraft-Wärme-Kopplung, glaube ich, auch als Grundlage, wenn ich das richtig weiß, Kraft-Wärme-Kopplung haben wir, nicht? Als Grundlage. Ja, also müssen wir sehen, dass CO2-neutral betrieben und auch gebaut oder nur... Ja. Nein, also da widerspreche ich dem Oberbürgermeister, weil wir gar nicht zum heutigen Zeitpunkt sicherstellen können, dass die an der Realisierung beteiligt sind, dass die am Ende verpflichtend tatsächlich alles klimaneutral und CO2-neutral herstellen können. Wir müssen einen Weg finden, wo wir die breitmöglichste Transparenz bekommen und wo wir breitmöglichst CO2-neutral bauen. Aber dieses in die Realität umzusetzen, das wird noch eine Herausforderung sein. Ich kann den Investoren heute nicht ins Buch schreiben, ihr habt das zu tun, ihr müsst die Nachweise bringen und ich weiß gar nicht, wie der Nachweis erfolgen kann, weil ich gar nicht weiß, wer den Auftrag nachher an und wer die Realität umsetzt. Das ist das Ziel, das wir haben wollen, aber ich glaube, es ist noch ein weiter Weg, bis wir dahin kommen. Aber ich glaube, dass das leistbar ist und wir müssen uns alle bewegen. Nicht nur wegen der kriegerischen Auseinandersetzung, sondern auch wegen des Klimawandels überhaupt. Und da sind wir gefordert. Und ich finde, an so einer Stelle, wo sich ein neuer Stadtteil entwickelt, erst recht. Es geht weiter mit den Fragen. Ja, mein Name ist Klaus Dahl von der Stadtteilkonferenz Gistemünde. Ich wollte keine Frage stellen, ich wollte Danke sagen für das bisherige Engagement, auch an Herrn Petram. Wir haben schon ja einiges miteinander gestaltet, Fragen gestellt, waren auch eng eingebunden, auch in der Planung mit eingebunden. Ich sag mal, so läuft Bürgerbeteiligung und so kann es weitergehen. Und da sagen wir mal ganz herzlichen Dank, weil hinter der ganzen Planung steckt viel, viel Arbeit, viel Engagement, viel Schweiß. Da kann man jetzt rum diskutieren über Zinsen, die irgendwann in der Zukunft sich ergeben oder kleine städtebauliche Maßnahmen, die sich im Nachhinein erst ergeben. Das ist ja sicherlich, wie wir schon gehört haben, eine Planung von 10, 15 Jahren. Und in Bremerhaven haben wir oftmals das Prinzip,
wenn man zwei Arten von Übeln hat, dann entscheidet man sich für beide, dann kann einem nichts entgehen. Ich glaube, wir sollten hier lieber mal umkehren und sagen, wir sollten alle geschlossen hinter dem Projekt stehen und diese kleinen Dinge, die da noch so sind, das trauen wir diesen Herrschaften, die da vorne sind, und Herrn Petram mit aller Sicherheit zu. Vielen Dank. Ich will noch mal sagen, was das heißt. Also seit über fünf Jahren, sitzen wir alle zwei Wochen im Schnitt mit der Lenkungsgruppe zueinander, meistens bis zu 2 Stunden, um das bis zu dem heutigen Ergebnis überhaupt geführt zu haben. Daneben haben natürlich viele dann einzeln das weiter vorbereitet, abgearbeitet, ob es die Projektsteuerung der BIS ist, ne, ob es eben halt das Amt für Straßen und Brücken, was das Stadtplanungsamt ist, das Umweltschutzamt, alle möglichen werden beteiligt. Das ist massive Arbeit und das bringt dann aber auch viel Freude, muss ich sagen. Wenn man das dann heute so auch wahrnimmt und auch ja schon das dritte, vierte Mal wahrnimmt, dass nicht das Bremerhavener Obernörgeln hier die Überhand gewinnt, sondern dass es sich auszahlt, dass wir von Anfang an gemeinschaftlich versuchen, hier einen guten Weg für diese Stadt zu gehen. Wir wollen ja die größte Stadt an der Nordsee bleiben, die auch wertgeschätzt wird in der Republik und die Anziehungspunkt ist für andere. Als Wissenschaftsstadt, als Arbeitsstandort, als Ort, wo man einfach toll leben kann und wo man sich wohlfühlt. Eine Stadtgesellschaft, die tolerant ist, die weltoffen sind, so wie wir es sind. Und das soll sich hier in diesem Quartier weiter fortsetzen. Wir haben hier noch 2 Meldungen, Anregungen, Fragen. Hinter Ihnen ist noch eine Dame. Und vielleicht gehen wir dann in die Vertiefungsphase an den Plänen, wo nochmal viel geklärt werden kann und kommen dann nochmal im Plenum zusammen. Aber bitte Sie erst noch. Okay, mein Name ist Ralf Jekowski. Eine Frage an Büro Kobe. Wir sind ja Wissenschaftsstandort. Insofern Klima spielte jetzt bei der ganzen Planung nicht so eine sonderliche Rolle, habe ich festgestellt. Ich habe die Unterlagen nochmal durchgeguckt. Meine Frage ist aber, ist geplant, ein Klimarisikokonzept zu erarbeiten? Das ist in Kopenhagen auch mittlerweile ein Thema. Wir sind dermaßen nah am Wasser. Das ist ein Projekt, das läuft jetzt über Jahrzehnte weg. Und ich habe beim Workshops für das neue Hafenkonzept mittlerweile festgestellt, dass sich Bremerhaven sehr viel Gedanken über Klimarisiken macht, gerade in solchen Bebauungssituationen. Das dreht sich um Extremwetterlagen, es dreht sich um Hitzewetterlagen und wir sind nun mal am Wasser. Das heißt, Wasser ist nicht nur nett, um draufzuschauen, das kommt doch irgendwann mal rein. Das heißt, gibt es da ein Klimarisikokonzept, was da von Ihrem Büro berücksichtigt wird und was erstellt wird, weil da habe ich bis jetzt nichts darüber erfahren. Also Klimarisikokonzept haben wir nicht damit eingearbeitet, aber wir haben ja die Firma Transolar, die hat ein Klimakonzept für das ganze Projekt entwickelt und wir haben eigentlich auch schon in der anfänglichen städtebaulichen Entwicklung so gearbeitet, auch mit den Hitzewellen, also dass wenn zum Beispiel die kalten Winde im Winter eigentlich abhalten und die warmen und im Sommer eigentlich die kalten Winde reinholen in den grünen Fingern. Das war eigentlich schon als wir den Wettbewerb entwickelt haben bei der städtebaulichen Auseinandersetzung, haben wir uns eigentlich schon sehr viel mit den klimatischen Bedingungen auseinandergesetzt. Wir haben jetzt es gibt auch ein Nachhaltigkeitshandbuch, wo nochmal alle Themen abgesprochen sind. Wir haben uns jetzt nicht für die heutige Veranstaltung darauf fokussiert, dass wir eigentlich die Themen durchgehen, weil die schon sehr speziell und sehr spezifisch sind. Aber mit Hochwasserschutz haben wir uns nicht auseinandergesetzt. Also das ist vielleicht ein Thema, was noch kommen soll. Hochwasserschutz ist für den Bereich erstmal kein Problem, weil das ja vorne über die Doppelschleuse abgefangen wird, über die Deiche, die wir erhöht haben, ein neues Sperrwerk, was wir zur Geste hin bauen, sodass der Hochwasserschutz erstmal, finde ich, gut geregelt ist. Wir haben große Hafenbecken, bei Starkregenverhältnissen kann da viel reinfließen. Also das haben andere leider nicht, muss man ja für die wirklich sagen, die dann ja heute darunter leiden müssen. Wenn man die Katastrophe da in Westdeutschland gesehen hat, da haben wir es an vielen Stellen einfacher. Unsere Hauptkatastrophe ist wirklich Hochwasser, aber da haben wir in den letzten Jahrzehnten so viel getan und werden es auch weiter tun. Da sehe ich für dieses Gebiet eigentlich keine Gefahren. Und dass wir trotz der Küstenlage schon all diese klimatischen Auswirkungen, Wärme in der Stadt etc. mit berücksichtigen, ist doch genau das, was wir hier alle angesprochen haben und auch haben wollen. Das ist doch der richtige Weg. Mhm. Würde gern noch ergänzen, Frau Nagel und Frau Kober haben, Frau Zingberg, das passiert einem jedes Mal.
haben es deutlich gemacht, dass mit diesen blauen und grünen Fingern ja letztendlich eine Struktur dieses Gebietes entsteht, die im Prinzip die Freiräume in dieses Gebiet hineinführt. Und die Grünräume sollen natürlich nicht nur als Parklandschaft entstehen, sondern sie sollen auch Retentionsraum sein. Sie sollen letztendlich auch ökologische Funktionen erfüllen und auch so begrünt werden, dass eben Flora und Fauna hier auch eine entsprechende Heimat findet. Und das, was wir mit der Brache-Ellhorn-Straße in diesem Gebiet haben, das wollen wir auch weitestgehend erhalten. Insofern wäre uns ganz wichtig, dass wir möglichst viel Freiraum neben den Wasserflächen im Gebiet mitentwickeln, um hier Bebauung und Freiraum immer wieder miteinander zu vernetzen, aber eben auch eine ganz hohe Lebens- und Wohnqualität zu entwickeln. Mein Name ist Anna Gendrich und ich habe eine Frage zum Ziel. Und zwar hatten Sie am Anfang gesagt, dass das Ziel ist, dass ein durchmischtes Viertel entsteht. Und dazu zählt für mich auch, dass sich alle Einkommensklassen ein Leben in diesem Viertel leisten können. Und da wollte ich einmal fragen, wie Sie das sicherstellen wollen und können. Wir können das ein Teilstück darüber sicherstellen, dass alleine zwei der größten kommunalen Wohnungsbauunternehmen des Bundeslandes Bremen, also der beiden Stadtgemeinden, der Gewobart, die gehört der Stadtgemeinde Bremen, die ist aber auch in Bremerhaven sehr aktiv, und die Städtische Wohnungsgesellschaft, die beiden wollen dort auch richtig investieren. Und Sie alle wissen, dass wir über die Stewoch sehr sozialverträgliche Mieten in Bremerhaven organisieren. Ich bin froh, dass wir das Instrument bis heute haben. Wir werden dann schauen müssen, wenn das umgesetzt wird, welche Programme gibt es von Seiten des Bundes, welche Förderung, welche KfW-Förderung gibt es. Manchmal ist die Sozialwohnraumförderung für uns als Stewoch nicht sinnhaftig, weil die Rechnung dann teurer wird, als wenn wir sie nicht in Anspruch nehmen. Das wird alles die Zukunft erweisen, aber das Ziel ist, dass es eine soziale Durchmischung gibt. Vielen Dank. Herr Neuhoff noch dazu? Nein, aber weil es eigentlich das Prinzip der Fairness gebührt. Es ist nicht nur die beiden kommunalen Wohnungsgesellschaften, es sind auch die privaten Genossenschaften, die WOGE, die Bau- und Siedlungsgenossenschaft, die sie zusammengetan haben. Das zeigt, dass die starke Verbundenheit der Wohnungswirtschaft in Bremerhaven, und die machen das nicht zum Spaß, sondern die machen es, weil sie Bremerhaven mitentwickeln wollen, und gerade weil wir im Bereich der Sozioökologie besser werden wollen, sind sie Partner. So, das sind nicht die Privatinvestoren um die Investorengruppe, die vorne dann möglicherweise Wohneigentum schafft, sondern das ist die Wohnungswirtschaft Bremerhaven, die verzahnt hier dieses Projekt annehmen wird und auch dafür ein Garant sein wird, dass wir eine Durchmischung erreichen werden. Das wollte ich an der Stelle nur ergänzend dazu beitragen, dass wir uns nicht nur auf die großen Global Player verlassen, sondern auf die kleinen, die dieses Stadtbild eben auch mitprägen. Das Entscheidende gibt es, es wird nicht nur Eigentum geben, sondern auch viel Mietwohnraum. Mhm. Eigentum eher untergeordnet oder vorne mehr im Bereich von anderen privaten Investoren, die heute Privatflächen haben. Herr Petra, bitte. Dieter. Ja, ich möchte eben ein vielleicht künftiges Missverständnis ausräumen. Kraft-Wärme-Kopplung ist tot. Kraft-Wärme-Kopplung geht nur mit Gas. Es gibt Gasmotoren, die betrieben werden, Strom erzeugen, und die Abwärme des Motors dient für Heizung. Gasmotoren werden überall in der Bundesrepublik mittlerweile abgestellt, weil der Strom aus der Steckdose billiger ist, direkt zu nehmen, als erst mit Gas Strom herzustellen und die Abwärme des Motors zu nutzen für die Wärmekraftkopplung. Und wenn wir auch das Gas generell nicht mehr wollen, wird es keine Wärmekraftkopplung mehr geben. Denn die Alternative wäre Diesel. Diesel will aber keiner. Und für Diesel, Dieselkraftkopplung funktioniert umwelttechnisch nicht. Ja, weil der Motor, der hat ja die TH Luft zu erfüllen. Wir haben ja auch noch die Option Fernwärme. Die Fernwärme ist das Allerwichtigste. Die gilt als klimaneutral, weil sie aus Abfall hergestellt wird. Und sie ist für das ganze Gebiet genügend vorhanden. Ich habe mit der SWB, mit der BEG, mit allen Beteiligten habe ich zusammengesessen und halte dieses Glück, was wir auch haben. Ich finde, ich bin da ganz auf deiner Seite. Und nochmal zum Klima. Wir haben ja nicht nur die grünen Finger, sondern die Absicht ist ja Klimaneutralität. Das sagt sich so einfach, CO2-freies Bauen. Was ist CO2-freies Bauen? Ja, wollen wir jetzt die ganzen Wälder abholzen und sagen, jetzt haben wir Holz
wird auch nur bedingt sein. Wir werden, das ist unsere Absicht, eigentlich alle Gebäude, die wir erstellen, wollen wir in KfW 40 erstellen. Das heißt so, die Energie, die diese Häuser verbrauchen zukünftig, sollen nur 40% des normalen 100% verbrauchen. Gleichzeitig auch wollen wir möglichst, haben wir auch gemeinsam abgestimmt, die Dächer, da wo es möglich ist, alle begrünen. Die Dächer, die alle begrünt sind, werden auch bei Regen auch Wasser aufnehmen und wieder verdunsten bei Wärme. Damit schaffen wir Klima. Und insgesamt, also kann ich so sagen, brauchen wir klimatisch an der Stelle überhaupt keine Sorgen zu haben. Nirgends wird so viel grün sein wie an dieser Stelle durch die Finger. Und wir haben die Wasserbecken, die jeden Regen aufnehmen. Und alles Regen, was wir dann, dann ableiten müssen, das ist überhaupt kein Problem. Also das kann man wirklich sagen, ich würde mal sagen, todsicher, das Ganze. Ich finde das, ich will noch was anderes Beispielhaftes, was du machst, sehr, sehr hervorheben. Es werden ja viel bei der zentralen Ausrüstungswerkstatt, wenn sie umgebaut werden in Wohnraum, wird ja das Bestehende dort genutzt. Das hat ja auch was zu tun mit Nachhaltigkeit und keinem Entstehen von CO2, indem man die Altbaumasse integriert. Also von meiner Seite her vielen, vielen Dank für die umfangreiche Beteiligung. Vielen, vielen Dank auch für die Anregungen, die auch über den heutigen Tag hinaus angenommen werden. Auch auf unserer Homepage wird man all das nachlesen können, man wird den Film sich nochmal anschauen können. Es geht jetzt schlichtweg weiter mit den politischen Beratungen. Die Stadtverordnetenversammlung wird sich dann mit der Rahmenplanung auseinandersetzen, vorab der Magistrat. Dann wird es die weiteren Bürgerbeteiligungen bei den Aufstellungsbeschlüssen nachfolgend jetzt bei der Aufstellung der Bebauungspläne und der Flächennutzungspläne geben. Und wir werden bestimmt die beiden sehr netten Damen aus Kopenhagen auch nochmals wieder treffen. Ich bin unheimlich erleichtert und glücklich, dass ich hier heute so ein positives Gefühl mitnehme. Ich denke, das gilt für uns alle. Wenn man hart gearbeitet hat, freut man sich auch, wenn es jetzt zum Umsetzen kommt. Dieser Dank gilt Ihnen, aber ich will das auch hier deutlich als Oberbürgermeister sagen. Auch Dieter Petram, der viel mit Geduld mit uns gehabt hat, aber wir auch mit ihm gehabt haben. Und dass wir das bis heute hier so gemeinschaftlich, freundschaftlich hinbekommen haben, freut mich ganz, ganz besonders. Und wenn wir dann im nächsten Jahr anfangen, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich sehen, dass Baumaßnahmen nicht nur des Polizeireviers, sondern auch an anderen Stellen umgesetzt werden, dann denke ich, wird sich das schneller entwickeln, als wir das vielleicht geglaubt haben. Die Ausstellung, die hier heute steht, wird weiterhin auch im Technischen Rathaus ansehbar sein. Das sollte ich hier ausdrücklich nochmals sagen. Bremerhaven ist die größte Stadt an der Nordsee, sie ist aber nicht so groß, dass wir außer Welt sind. Sprechen Sie uns einfach an, wir gehören zueinander in diesem Prozess. Vielen Dank und einen schönen Abend.